Disturbing rumors have reached my ears, Majesty. There are many reports of villagers gone missing near the edge of town. Fearful whispers speak of some foul creature who has been harvesting the unwitting as slaves for its diabolic schemes. Panic is beginning to well within the village. Something must be done, Your Highness, or we face a grave crisis. I suggest you initiate efforts to recover these people and to rid the land of this frightful menace. Immer doch. Ja. Alle vier Slave Pits zerstören und Ulschweck das dreiköpfige Monster töten. Das kriegen wir ja noch irgendwie hin. Oh, wir haben gleich einen Gnomhaufel. Blacksmith. I serve with pleasure. So, mehr Schurken. Dann eine Ranger-Gilde. Dann einen Marktplatz. Die Gnome ruhen sich natürlich gerade erst aus. Und helfen jetzt beim Bauen. Your Majesty! A new building is complete. Das ist halt das Problem. Ich muss gleich hier eine Explorer Flag hinsetzen, in der Hoffnung, dass ein Dieb dahin geht. Nein, er beklaut lieber meine Leute. Your Majesty. Danke. Tax collector. Da bauen wir sie eben hier oben hin. I hope. So, die Gnomenhovel stehen natürlich recht bescheiden. More gold, Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Majesty, the local blacksmith offers new services. Hey, I'm getting better at this. Ja gut, da unten ist auch gleich ein Sewer Entrance aufgetaucht. Das ist dann vielleicht nicht so gut. Hey, Your Majesty, a new building is complete. Tax collector. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty. So, jetzt haben wir hier auch noch Platz, um eine Warrior-Gilde zu bauen. Und dann brauchen wir dringend Guardhouses. Um den Marktplatz zu beschützen. I serve with pleasure. So. Das ist übrigens jetzt eine große Map. Die Maps sind jetzt nicht mehr so klein wie in den Beginner-Quests. Wie man allein schon hier an unserem Rahmen sieht. Also. Jo, jo. Tax Collector. Your Majesty, a new building is complete. So, Market Day, wir brauchen Geld. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Your Majesty, a new building is complete. Tax Collector. Eine Nachricht. Tax Collector. Ah ja, die Königin des Nachbarkönigreichs hat uns eine kleine Goldsumme geschickt. Und bittet uns herauszufinden, was mit ihren verschwundenen Leuten passiert ist. My
ambition has paid off. I feel revitalized. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. I help. Leave my gold alone. My ambition has paid off. Gut. Call in the reinforcements. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, so unser Guardhaus ist jetzt fertig. Upgraded. Sovereign, your marketplace now serves you better. Wir können den beiden jetzt die Veteranen-Guards spendieren. My ambition has paid off. Your Highness, we've improved the guardhouse. So, der Schurke hat's geschafft. Oh, die erste Slave Pit, also Your die erste Sklaven. We've improved the guardhouse. Destroying the safe pit will free the heroes crucified around it. Ja. Destroying the nearby slave pit will free the heroes crucified around it. Das heißt, wir werden so bald wie möglich. Erstmal mehr Geld in die Kassen bringen. Weitere Warrior rekrutieren. Ja, wenigstens sind Rogues so schlau wegzurennen. Oh, da ist gleich eine Slave Pit nebenan. Das ist gut. Die sollten wir dann, sobald wir 500 Gold zusammen haben, als erstes ausräuchern. So. What a delicious looking. My ambition has paid off. Yeah. You won't get my gold. Dann kriegen wir The royal treasury is nearly empty. My ambition has paid off. Foul beast approaches. Okay, jetzt ziehen sie sich wegen der Medusa zurück. Und wir kriegen noch mal etwas Geld, hä? Ja, die Königin schickt uns noch mal etwas Geld. Und wir haben einen Außenposten. Ah. The inhabitants have agreed to join our kingdom. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Marktplatz upgraden. Also ja, die Königin kann uns nur dieses eine Mal Gold schicken. Aber sie kann uns nicht mehr weiterhelfen, weil Goblins sie angreifen. Majesty, a newly discovered outpost has agreed to join your kingdom. My ambition has paid off. So, meine Helden zerstören, also unsere Helden zerstören gerade oben da die erste Sklavengrube, was gut ist. My ambition has paid off. Denn jetzt haben wir einen Heiler gekriegt und einen Haufen Gnome. Your Majesty, a new building is complete. Ja, wir haben eine Sklavengrube zerstört und die
Sklaven befreit. Your Highness, we've improved the guardhouse. So. Da sind aber allerdings auch die Goblins, von denen wir es vorhin hatten. Majesty, your trading post now offers healing potions. Sovereign, your marketplace now serves you better. Ich wäre froh, wenn du mal vom Marktplatz was abholen würdest an Geld. Get my gold. Gut. Da sind Rostspucker. Your Highness, we've improved the guardhouse. So, noch ein Markttag. Also da hinten sind irgendwo Goblins unterwegs, die Probleme machen könnten. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Ja, ich warte halt darauf, dass mein Tax Collector dem Markt vom Marktplatz das Geld holt. Ja, Gnome, die wir verlieren, die sind nicht so tragisch. Da wäre noch eine Sklavengrube, sobald wir das Geld aus dem Marktplatz mal hätten. Könnten wir, ja, die Sklavengrube angreifen lassen. Nein. Gut. Ich klaue das ganze Gold mal. Und lass die Sklavengrube da oben angreifen. Den Troll kriegen wir hoffentlich auch so irgendwie tot. I join the wild spirits. Ja, die Goblins da. Leave my gold alone. So, den Marktplatz können wir upgraden, sobald er repariert wurde. So, hier wurden auch wieder hauptsächlich Gnome befreit. Ja, die Goblins sind wie gesagt ein bisschen nervig. Ja, Skilled Melee Combat. Dodge und Defense sind sie ziemlich gut, haben halt nicht so hohe Resistance. But I'm just a
Und der Goblin Priest kann auch recht nervig sein. Und überall kommen riesige Rattenplagen hier. Was sagen eigentlich meine Helden so? Rager sieht recht gut aus. Wir haben einen Paladin. Cool, wir haben einen Paladin. Sind sehr starke Nahkämpfer. Können Defensivzauber. Und brauchen einen Temple of Dauros und eine Warrior Skill.